3, 2, 1, 3, 2, 1 und wieder sind wir live, live für euch aus dem Meeting Center zum Live Cooking. Das Meeting Center ist in Neubrandenburg. Ach, und guck mal, was Meeting in Neubrandenburg, genau, NB. Genau, damit ihr das auch immer wisst, wo ihr uns besuchen könnt. Und heute ist die Sandra wieder zum Kochen bei mir für eine Zeit. Eine lange Zeit erstmal nicht. Wir gucken mal. Einmal im Monat. Ach, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja. Schau mal. Bin schon ganz traurig. So ganz aufgehen kann ich das aber auch nicht. Nein, musst du auch nicht. Ich habe nämlich schon so ein paar Ideen. Ah. Ich habe nämlich heute mit dem René von CityCard zusammengesessen. Ah, okay, ja. Und wir werden an Halloween ein Halloween-Chili machen zusammen. Und dann hat er mir für den Tag der Einheit noch eine tolle Idee gegeben. Einheitsessen. Klingt gut. Ja, Tag der Einheit. Schwarz-Rot, ne? Goldenes Essen. Genau, das ist der Montag, ne? Genau, also Sonntag ist der 2. Da könnt ihr euch dann schon mal so neugierig drauf einstellen, ihr Lieben, wenn ihr euch dann wieder zuschalten wollt, auch wenn Feiertag sind, dann unterhalte ich oder wir euch, je nachdem, wer dann mit mir kocht. Na, du bist auf jeden Fall dabei. Ich bin auf alle Fälle dabei. Wahrscheinlich dann zum Tag der Einheit bei mir zu Hause. Aufpassen. Ja. Oh, wir haben schon hier schön vorbereitet für euch. Genau. Und guck mal. So, Körbchen. Genau, damit ihr auch wisst, was es heute geben wird. Es sind Birnen. Aber mal ganz kurz, ihr Lieben, ich will mal was zeigen. Es sind, Kerstin hat die ganz kleinen Birnen mitgebracht und war jetzt ganz gemein, weil die müssen wir jetzt auch noch schälen. Ich habe schon mal angefangen, aber ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht viel geschafft. Also ich muss noch ein bisschen, ist aber gar nicht schlimm. Aber die sind ganz saftig, ne? Die sind jetzt fast alle runtergefallen. Und ich muss so viel aus diesen Sachen machen, dass ich überlegt habe, was machen wir heute? Und ich hatte gar keine Idee, ne? Ich wollte den Birnenschnaps, den wolltest du mit mir absolut nicht machen. Ein Birnenschnaps, nee. Ich habe hier Tiere. Nein. Ein Ohrkneifer. Ach, ja. Der gehört dazu beim Apfel- und Birnenkompott. Ich koche nach Omas Rezept Birnensuppe. Ja. Birnen und Klüt, so heißt das in Mecklenburg. Ja. Ne? Klütersuppe, ne? Was man so auch hält mit Pflaumen oder mit Kirschen. Und ich war gestern bei Oma und habe geschrieben. Oma ist übrigens schon 92, ne? Und kocht immer noch ganz lecker. Und dann habe ich dann aufgeschrieben, das Rezept kriegt ihr auch sehr gerne, wenn ihr wollt. Birnen schälen, vierteln, mit Wasser aufgießen. Es Meine kommt Aufgabe. Dazu ein Anisstern, 3 Nelken, ein Stück Zimtstange. Das wird zusammen aufgekocht. Natürlich auch Zucker, ne? Ja. Also, ohne Zucker geht das nicht. Ja. Dann basteln wir Klüter. Da war ich ganz erstaunt. Ich hätte gedacht, Klüter macht man nur aus Mehl und Wasser. Nein. Schwiegermami hat gesagt, Backpulver soll noch rein und eine Prise Salz, damit die schön fluffig werden. Ah, okay. Das hier, ne? Anisstern, Nelken und Zimtstange, ne? Das machst du auch, weißt du, du hast auch rein. Machst das nach dem Winter. Ins Birnenkompott. Ja, und Birnenkompott und wenn wir mal, wir werden uns mal Glühwein machen. Selber mal so Glühwein und dann sowas. Ja. Ah, genau, da könnt ihr euch dann drauf freuen. So, das wird dann alles aufgekocht, ne? Und dann kommen die Klüter dazu. Ja. Wir machen sie dann quasi fertig. Ich fasse das nicht an. Gott sei Dank gibt es Helfer. Ach so. Und zum Klüter durchmachen, ne? Also du darfst das gerne machen. Ich nicht. Ja. Ansonsten habe ich die Spätzleria mitgebracht. Weil damit kann man das auch gut machen. Wenn ich lasse mich überraschen. Genau, wir gucken mal. Wir probieren das von Hand aus. Das was mit dem anderen Gerät. Ich habe den Namen schon wieder gerade vergessen. Ist ja auch egal. Spätzleria. Selber machen. Ja, da gucken wir mal und dann probieren wir das aus. Genau. Aber wir haben ja nicht nur die super liebe Kerstin. Nee. Wir haben ja noch einen leckeren Flammkuchen. Ich liebe Flammkuchen. Wir haben aber die Faultiere. Also im Normalfall würden wir den Teig natürlich selber machen, auch selber vorbereiten. Aber wir hatten jetzt beide die Zeit. Ich mache den Miese. Du machst den Miese. Nein. Geht eigentlich ganz schnell. Aber ich war gestern den ganzen Tag unterwegs und dadurch hatte ich die Zeit nicht gehabt. Ne? Ich mag den nie. Ich kaufe den immer im Discounter. Ist gar nicht ganz ehrlich. Ich bin alles faul. Du, das kannst du auch machen. Dafür belege ich den immer mit Sachen, worauf ich gerade Bock habe. Ja. Also ich habe da kein Rezept und okay. Es gibt doch kein Rezept. Nö. Ich belege das dann nach Lust und Laune und heute haben wir uns für die Variante entschieden mit Käse und mit Birne. Und wenn ihr so andere Ideen habt, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Wir können es jetzt zwar nicht lesen, allerdings kann ich das hinterher dann lesen und sicher auch berücksichtigen. Und wenn ihr ein leckeres Rezept für einen Flammkuchen habt, immer her damit. Ne? Also, und da gibt es echt viele.
Und ich war in einem, bei unserer Tochter, wo ich mal von der Firma aus war, da sind wir in ein Flammkuchenhaus gegangen. Und dann bist du, meistens gehst du in eine große Gruppe hin und dann bestellst du zwei und dann werden die am Tisch gebracht, werden auch gleich geschnitten, immer zwei verschiedene und dann gehst du bei und bestellst eigentlich schon wieder die nächsten zwei. Und dann isst du so lange, wie es geht. Und dann hast du halt herzhaft und die letzten sind dann so süß und da geht alles und so lecker. Genau. Willst du mal probieren? Ja. Das kennst du noch nicht. Das habe ich auch aus Birne gemacht. Oh, oh. Das ist Birnensenf. Okay. Also, ist ein Rezept aus unserem Favoriten. Die Küchenmaschine, die ihr alle kennt. Die hat viele, viele Buchstaben. Ja. Und ist groß und silber. Meine ist schwarz. So, und Kerstin, ne? Ja. Was kann ich? Ich hab mir eine Schürze geholt. Ich brauche das. Ich schneide ja auch die Billen. Ja, nee, ich hole mir auch eine Schürze. Alles gut. Also, du, guck mal, ich habe halt die pinke. Ja, sowas. Wir helfen mal. Soll ich auch pink damit? Na klar. Du weißt doch manchmal, ne? Machen wir doch beide gleich. So. Okay. Kann man jetzt die Hände abstreichen. Ich würde gerne, bevor wir richtig loslegen, würde ich nochmal schnell wieder unseren Tisch fotografieren. Nicht, dass wir das vergessen. Ah ja, gut. Und ich würde schon mal den Backofen vorheizen, weil Flammkuchen soll auch in den heißen Ofen. Ne? Also ich gehe schon mal, mach kurz an. Du darfst deine Fotoarbeit nennen. Und dann schneide ich mal meine Birnen weiter. Ja. Oder schäle sie besser. So, ihr Lieben. Birnen, die kleinen süßen Birnen. Ich habe jetzt natürlich, weil die so klein sind, habe ich mir jetzt klassisch ein Küchenmesser genommen. Von diesen kleinen, bei den großen Birnen kann man auch wieder die klassischen Schäler nehmen. Ich kann das ja mal ausprobieren. Kerstin hat wieder alle möglichen Auswahl. Klein. Aber du hast den, ach ja, du hast sie wieder zum Stecken hier. Das ist wieder sehr gut. Ja. Aber soll ich mal was sagen? Ich habe das schon wieder vergessen. Der längliche sind für längliche Produkte und der runde sind für runde Produkte, richtig? Jawohl. Ich habe es behalten, sehr schön. Ich, naja, die Birne ist jetzt klassisch eigentlich, glaube ich, egal. Für dein Durst zwischendurch? Ja, sehr schön. Genau, also ich schäle das auch in rund. Ne? Ach so, warte mal, kann ich mal meinen, da, den nicht. Den, teilen wir uns den. Genau. Warte mal. So, dann gib mir mal ein, zwei Birnen hier rüber. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal kurz ein paar Birnen machen. Genau. Ich weiß jetzt nicht, womit ich schneller bin, ob ich jetzt mit dem Messer schneller bin oder hiermit. Weil ich brauche nämlich auch welche. Und ich schäle so, guck mal. Ich weiß gar nicht, wofür mache ich denn jetzt die Birnen hier? Du machst für Klüt. Für Klüt. Ne? Also für so Klüt. Ist auch so plattisch, ne? Mhm. Typisch, ne? Wie die Omas immer so reden, ne? Genau, für Birnensuppe. Für Birnensuppe, ne? Und ich brauche so 5-6 für meinen Flammkuchen. Der geht dann in den Ofen. Ja. So. So, und ich habe schon gesehen, weil du hast jetzt für den Flammkuchen, hast du jetzt auch schon wieder mehrere Zutaten mitgebracht? Ja. Anna. Genau. Also, ich muss mal gucken, was hier, nee, die ist nicht so schön. Weil ich meine nämlich im Ganzen nachher über den Hobel ziehen möchte. Ja. Sodass das nachher auch fürs Auge ein bisschen schicki ist. Ne? Okay. Also vom Prinzip schäle ich jetzt so 5-6 Birnen, die ich für meinen Flammkuchen brauche. Weil ich brauche ja bei dem Flammkuchen jetzt nicht viel machen. Ich brauche den Teig nur ausrollen. Ja. Darunter liegt sogar noch, ich sag mal, das Backpapier, was wir auch verwenden werden. Ach so, jetzt hier beim Dings, ja. Und ansonsten, wenn ihr es selber macht, gibt natürlich von Tupperware so eine ganz tolle Backunterlage aus Silikon, die man für alle Dinge... Aber die hatten wir ja auch schon mal, ne? Da hatten wir doch mal diese Biskuitrolle draus gemacht. Ist das die Backunterlage? Nein. Jawohl. Doch, doch. Genau. Du meinst jetzt die Rucola-Rolle. Die Rucola, ne? Das Rezept müsst ihr euch unbedingt mal im YouTube-Kanal angucken. Oh, das ist auch lecker. Das kommt auch nochmal. Das wiederholen wir nochmal. Da können wir gleich mal gucken, ob wir etwas mit was anderem füllen. Was Schauen wollen wir denn da reinmachen? Aber die war schon gut so, diese Bahn mit Tomate und Rucola und Frischkäse. Ne? Schmeckt schon echt lecker. Mhm. So. So. Aber du hast Schmand da? Ja, ich werde Schmand mit Frischkäse mischen. Ja. Weil sonst ist mir das zu, das ist dann zu trocken. Ja. Und der Schmand ist mir so an sich zu mächtig, deswegen mische ich das immer ganz das ist gerne. Aber gut. Ja. Und wenn ihr eben nur Creme Fraiche zu Hause habt, könnt ihr auch Frischkäse mit Creme Fraiche mischen. Ne? Also auch das wäre jetzt quasi euch überlassen. Und wenn meine Familie da ist, die dann so gerne auch mal Pizza mag, dann nehme ich einen Flammkuchen und mache dann auch ein bisschen Tomatenmark mit Frischkäse drauf, dass es wie eine Pizza-Variante ist. Ne? Ja, aber eben der Teig ein bisschen leichter, ne? Mhm. Genau. Aber
Wobei, ist das nicht, ne? Pfannkuchen ist da ja immer sehr tiefenentspannt. Kann man ja alles Mögliche nehmen. Aber ich finde halt diese Grundmischung mit Schmand und Frischkäse finde ich an sich schon gut. Und dann oder eben die Kräuter, ne? Genau, und die Kräuter. So, das heißt, ich habe schon mal meine, meine zum Hobeln fertig. Ja. Ja, das brauchen wir heute, ne? Weil die sind echt saftig. Ja, und hinterher machen wir halt wieder sauber. Ist alles gut. So, ich hole mir mal das Blech, weil das Blech ist das Erste, was ich brauche, damit ich meine Rolle verteilen kann. Ja. Und ich habe jetzt die Variante flaches Blech genommen. Ja. So. Ich könnte jetzt eine Schere nehmen, aber auch das Messer ist schön scharf, ne? Dass wir das aufkriegen. So. Guck mal. Ja. So, und dann wird das nur aufgerollt. Ja. Da braucht ihr nicht viel überlegen. Und wenn ihr selber macht Flammkuchenteig, könnt ihr auch YouTube fragen oder im Kochkanal. Oder ich suche euch auch gerne eins raus, wenn ihr kein Flammkuchenrezept habt. Ne? Manchmal geht auch Paula Hausfrau und ist für schnell mal auch in Ordnung. Das ist auch ganz schnell gemacht. Ich habe neulich mal nur so eine, aus einem ganz einfachen Teig, ich weiß gar nicht mehr, welche Zutaten ich da hatte, habe ich so eine Art Fladenbrot gemacht, wo du ein halbes so Dips vorbereitest, ne? Und ganz schnell. Guckt mal, jetzt sind wir schon mal fertig und den stellen wir erstmal zur Seite, weil wir müssen jetzt unseren Dip fertig machen. Und dazu brauchen wir auf alle Fälle einen Topfschaber, die Schmand- und Frischkäse-Variante. Dann brauchen wir, wenn wir wollen, Knobi. Ja, nein, vielleicht. Ja. Und möchtest du Knobi in Form von Scheibchen mit drauf oder sollen wir mit in den Frischkäse reinarbeiten? Nee, mach mal in den Frischkäse mit rein, ne? Okay. Also hast du denn, wo ist denn unser Knobi? Ja, der kommt gleich. Na. Den habe ich schon vermisst hier. Den brauchen wir doch immer. Genau. Oh, das ist aber frischer Knobi. Alter. Und heute? Oh, neulich, ne? Als wir zwei Wochen, als wir das Bruschetta gemacht haben, ne? Da habe ich ja gleich zwei Zehen gemacht, weil ich wusste, wie viel Tomaten ich da eigentlich machen sollte. Und das Kerstin irgendwann gesagt hat, reicht jetzt. Und da habe ich gedacht, ein bisschen viel Knoblauch, aber war gut. Wenn ihr nur Knobi zerteilen wollt, nehmt ihr den kleinen. Fertig. Heute wollen wir allerdings ein bisschen mehr nehmen, deswegen nehme ich die große Schwester. Ja. Und auch zuerst das Messer. Hier damit ist dann der Schutz. Genau, damit du damit deinen Knoblauch reinmachst. Genau, dass ich erstmal den Knoblauch zerteilen kann. Den großen Bauch, ne? Jawohl, einen und dann ist das so. Und dann brauche ich, guck mal, wie schön klein das ist. Ich glaube, ich zeige euch das mal. Guck mal, also wirklich klitzeklein und ihr habt ja gehört und gesehen, wie wenig ich gezogen habe. So, und dann gibt es Kräuter. Kräuter aus dem Garten. Und die sind jetzt hier schon seit Freitag drin. Das heißt, die kann man gut nehmen. Also wir nehmen heute ein bisschen Minze und Melisse. Mhm. Petersilie. Ja. Davon ein bisschen mehr. Guckt mal, so ein Haufen. Genau. Passt ja gut rein. Wir haben den großen Pott. Genau. Ja. Und dann wird das schön zerkleinert. Och, und dann wird die nämlich, Minze, ne? Und dann, warte mal. Kriege ich Durst. Ich habe hier was zu trinken hier hingestellt. Ja. Ach, da hinten, ja. So, jetzt. Manchmal muss man ordentlich einrasten, ne? Und jetzt wird vermischt und ja, manchmal es ist ein muss man ordentlich ein. Ja, also mach weiter. Bei und letzter Schluss, der dann nicht funktioniert, wenn er nicht ordentlich einrastet. So. Letztes Mal wolltest du doch auch irgendwie in den Ofen als erstes, ne? Oh Gott, ich muss mal riechen. Und jetzt ist auch der Knobi klitzeklein und ihr könnt jetzt die Messer, den Messereinsatz rausnehmen. Achso, weil du ja jetzt die Creme reinmachst. Genau. Ne? Weil du jetzt Frischkäse und Schmand mit verarbeitest. Genau. Und deswegen nehme ich jetzt den Quirl, weil man dann das besser vermischen kann. Alles klar. Und so mache ich auch den Quark, zum Beispiel den Kräuterquark. Erst Zwiebel, Knobi, Kräuter klein. Mhm. Dann nehme ich die Version quasi. Aber gut, ja, wenn du den großen hast, ne, die Tochter. Ne? Wenn du den ganz kleinen hast, hast du den Quirl ja nicht mit bei. Nee. Deswegen habe ich ja heute gleich die Variante. Und dann nehme ich ungefähr, ich sag mal, die Hälfte vom Frischkäse. Ja. Und dann das Päckchen Schmand. Gebt da gleich noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu.
Mhm. So, guck mal, und das wäre jetzt ja zu fest für den Teig, ja, ne? Also das drauf zu machen. Und deswegen nehme ich da sehr gerne die Variante. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Schmand habt, dann könnt ihr auch Creme fraiche nehmen. Ne? Also das ist ja mal irgendwie was da, ne? Oder saure Sahne geht auch. Also ich glaube, ja, das ist näher von der Zutat her alles ist, recht ähnlich. Mhm. Und da, glaube ich, ist das eher so was man mag, ne? Was man gerne isst. Genau. Mhm. Ah, dann machst du eigentlich auch einen Pflaumenbaum bei dir im Garten? Nee, leider nicht. Das ist das Einzige. Aber Äpfel und Birnen kann ich auf den Markt ziehen. Hm. Du hast gar keine Zeit dafür. Deswegen ist meine Mutti heute zu Besuch gekommen, damit sie meine Birnen einwecken kann. Ja. Ne? Also, liebe Mutti, wenn du zugucken solltest, dann... Aber richtig so nennst du so einen Einweckgläser vernünftig, ne? So einmachen dann, oder? Hm? Und dazu brauchen wir dann auch immer Zimtstern, Nelke und auch Anisstern. Und das ist aber richtig so wie für den Kompott, der denn letztendlich... Ja, voll. Ne? Auch das schmeckt schön, echt lecker. Und vor allem ist das auch im Winter schön kalt, eine schöne Erfrischung. Ja. Ne? Wenn so nach Mittag, dann... Also wir essen das total gerne, eingeweckte Birne. Und wie gesagt, ich habe ja schon alles Mögliche ausprobiert mit Birne, weil wir so viele haben. Wir haben drei Birnenbäume. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, du wolltest mich hier ein bisschen ärgern heute hier mit den. Es tut mir leid, aber das sieht doch schon mal gut aus. So, guckt. Muss euch zwar anstrengen. Na, dein Armsport, ne? Ja, guck. Aber ist eben schön vermischt. Ich habe meinen Löffel noch nicht beiseite gepackt. Haha. Weißt du warum, ne? Ja. Also, du hast jetzt kein Pfeffer und kein Salz angemacht. Doch, ne? Hab's gemacht. Entschuldige. Hab hier aufgepasst, ich war hier so mit meinen Birnen beschäftigt. Mhm. Mhm. So, guck mal. So, dann einmal hier rein. Ich mache hier, weiß auch gar nicht wohin. So. Willst du mal ein Foto davon machen? Sonst vergessen ja, wir wieder alles. Ja, ein Foto. Warte. Ich brauche so einmal Küchenpapier. Ja, bitte. Und dann würde ich aber. So, das ist mein Lust. Dann könnt ihr zweimal Flammkuchen machen. Oder. Für Gemüsesticks oder so. Boah. Ist gut. Ich könnte das wieder so essen. Ja, ne? Kann man. Wenn was übrig bleibt, aber hier bleibt nichts übrig. Nee, das werden wir alles schön auf unseren Flammkuchen draufbringen. Genau. Warte. Bitte? Ja. Momenti. Nee, ich will von oben gerne rein. Doch, aber ihr kriegt das auch noch zu sehen. So. Warte. So sieht es jetzt fertig aus. Und das wird jetzt nur auf den Flammkuchen draufgetan. Schön verteilt. Weißt du was, ich werde hier schon mal das Wasser anmachen und unsere Birnen dann reinmachen. Ja. Denn kann das schon mal warm werden. So, Kerstin, du musst mal sagen, ich habe jetzt mir jetzt hier nochmal gemängelt. Ich denke, wenn wir die hier haben, dann sollte das doch schon mal ganz gut aus. Haben wir doch eine schöne Portion, ne? Genau. So, also wie gesagt, das ist fertig. Das kommt zur Seite. Was ist bei dir heute los? Ja, das piept hier. Ich habe vergessen, den Ton auszustellen. Es tut mir leid, ihr Lieben. Ich höre das im Ohr noch viel mehr. So, also hier einmal hergeholt. Ja, warte, brauche ich nicht zu eng hier? Nein, ist alles gut. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ja, ne? Und dann wirklich Karo einfach alles drauf. Und mit dem Topschaber kriegt ihr das super verteilt. Da braucht man auch gar nicht großartig überlegen. Genau. Ihr könnt auch eine Hälfte süß machen, die andere Hälfte macht ihr dann mit klassisch mit ein bisschen Bacon und Frühlingszwiebeln. Mhm. Ja, und dann hat man gleich das Herzhafte und das Süße miteinander verbunden. Auch schön. Du, ich schaffe das mit meinem Mann auch zu essen. Ja, das ist ja nicht unser Problem. Das ist ja nicht viel, das ist dann auch eine vollwertige Mahlzeit. Ja. Ne? So, seht ihr? Ach, das sieht schon mal echt gut aus. Lecker. Aber es ist zu viel. Zu viel drinne. Es macht nichts, dann kann man das noch dazu nehmen. So, seht ihr schon. Und da legen wir dann schön in dünn geschnittene Scheibchen unsere Birne drauf. So. Meinst du, die kleinen Birnen reichen? Ja, wenn ich komme ja noch. Ich guck, weil ich habe ja den kleinen Hobel dabei. Und dann lege ich die Birne. Ich habe ja dann das Gehäuse und so abgemacht. Mhm. Also nicht das Gehäuse. Also hier drin ist in dem Kerngehäuse, ne? Nee. Achso, was meinst du mit Gehäuse? Die Schale meinst die du? Die Schale und den Stiel und die anderen Sachen. Guck mal. So, ich glaube, wir müssen das mal beide. Pass mal auf. Wir gehen jetzt. Ich halte das mal. Ja. Vor der Kamera, wir gehen jetzt beide mal nach vorne und dann machst du das drauf. Wir zeigen dir das mal da hinten. Das ist super einfach. Pass mal auf, das müsst ihr nicht mal sehen, das ist echt wirklich toll. So, Kissen, komm mal mit. Ja.
So. So hoch kann ich gar nicht arbeiten. Warte mal. So. So, könnt ihr das jetzt sehen? Ist besser auf jeden Fall. Und dann braucht man das. So hauchdünn kriegt ihr das mit dem Messer. Definitiv nicht geschnitten. Zeig euch das mal. Ja. Und jetzt nochmal drei und dann denke ich. Oh, jetzt sieht man es. So sieht man es gut. Das sind schön. Genau. Aber sieht lustig aus wie Blumen, ne? Ja. Aber Kerstin, könnt ihr auf den Platz gehen? Oder was ist das? Ja. Ja, ist alles gut. Ja, wir gehen mal zurück. Ja. So, also vom Prinzip werden die Birnen, ich habe jetzt drei, ne? Also ich glaube, das ist dann auch in Ordnung von der Menge, ne? Ja. Schön hauchdünn. Und und da fallen die, die Kerne auch überhaupt nicht auf. Nee, und sieht schön aus. Du hast jetzt aber, also wir haben ja jetzt quasi den Belag von unten, also den mit dem Frischkäse. So, aber ich gucke ja hier auf unser Tisch, was wir noch zustehen. Wir haben jetzt hier noch zu liegen, oder zu liegen ist besser. Ich stelle das mal rüber, weil das brauchen wir gerade nicht. Wir haben jetzt noch Käse, ihr Lieben. Ja. Und wir haben Zwiebel. Bei Zwiebel ist die nächste, die ich dann so ein bisschen mit drauf mache. Ja. Und aber nicht viel, sondern einfach wirklich nur so eine kleine. Ja, das reicht. Du kannst sogar auch die rote Frühlingszwiebel, ne? Rot geht auch gut, ne? Habe ich nicht angebaut. Ach so. Aus dem Garten die Zwiebel. Ja. Oder Frühlingszwiebel sieht auch schön aus. Vielleicht ein bisschen grün noch mit bei. Ne? Mhm. Habe ich vorher schon abgemacht und habe ich eingefroren. Das ist ein bisschen was Grünes, kriegen wir auch noch. Ich habe nämlich gesehen, ein bisschen was hier, ne? Ich habe ein bisschen Schnittlauch ja, hier. Ja, hatten vom letzten Mal hier. Und das daran erinnern, würde ich allerdings jetzt nicht zum Backen getroffen, sondern hinterher nur zum Dekorieren. Ja, ne? Ja. Weil sonst ist das jetzt einmal weg. So, und auch die Zwiebel. Und den Knobi und die anderen Sachen würdet ihr echt in hauchdünne Scheibchen hinkriegen. Und damit ihr die Finger nicht öffnet, wirklich bitte den Fingerschutz benutzen. Das hast du quasi und wirklich hauchdünn. Ja. Sehr schön. Und eine von der Menge würde ich sagen, reicht mir. Ja. Ihr könnt sie auch weglassen, wenn ihr Zwiebel gar nicht mögt. Allerdings finde ich, Flammkuchen, ein bisschen Zwiebel sollte da immer noch mit dabei sein. So, und jetzt kommt Käse dazu. Und da haben wir die Variante Ziege. Ist nicht meins. Und Kuh. Also machen wir jetzt halbe-halbe. Also, wie ich heute nochmal gelesen habe, das Rezept auf Instagram. Da habe ich das noch durchgelesen und habe gedacht, so, Ziegenkäse. Moment. Kessin. Ich mag Ziegenkäse, ich hoffe, du hast noch einen. Ja, alles cool, ich habe einen anderen Käse. Nicht jeder mag Ziegenkäse. Auch Schafskäse, ne? Ist sehr speziell. Genau. Aber Gottes Willen, jeder soll. Ne? Genau. Ist ja auch so wie Meeresfrucht, ne? Ist auch nicht. Mhm. Also, ich esse total gerne Fisch, wirklich alles Mögliche an Lebenslagen. Aber Meeresfrüchte kann ich nicht. So, ich nehme es auch gleich raus. Es wird jetzt nicht alles verbraucht. Das kommt hinterher in den Käsebehälter zum Aufbewahren, ne? Denn in der Verpackung ist es jetzt auch nicht so toll. Den machen wir jetzt in Scheibchen, so von der Menge her, legen den auf die eine Seite. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie Harzer Käse, ne? Ja. Ich habe da auch erst überlegt, ob ich einen Ziegenkäse mit Kräutern nehme. Weil war zu viel gewesen. Ich glaube, so war schon die Variante. Denk dran, machen wir eine Hälfte. Ja, hab mal keine Angst. Guck mal, ich bin ja erst beim Viertel. So. Ist ja heute dann auch zugeteilt, denn was wir essen, ne? Jeder hat seine Hälfte dann heute. Ja, guck mal. Mhm. Dann gibt es noch eine Mischung nachher, wo wir dann... Guck mal, liebe Kerstin, guck mal, ich habe jetzt eine schöne Schüssel voll. Reicht das? Oder müssen wir noch? Wenn du wieder was mit nach Hause nehmen möchtest... Ja, Tupper-Sachen haben wir ja genug hier. Ich habe mir heute meine eigenen Behälter nämlich mitgenommen, aber so eine... Es gibt immer so eine Birne. Genau. Dann lass mir mal noch mal ein, zwei hier. Du hast ja noch ein paar Birnen da. Ja. Ich schub's mir dann einmal so rum, zack. Genau. So, und dann schneide ich die hier ein bisschen durch. Oh, sag mal, ich glaube, den kann man auch so lecker essen. Na klar, ich rieche das schon. Der ist geil. Mm. Oh, ich liebe ja so Weichkäse, ne? Oh. Mm. Und da könnt ihr eben jeden Käse nehmen, den ihr mögt, wer so ein bisschen 1, 2, 3 Käse mag. Ja. Wenn du soweit bist, sagst du mir Bescheid. Ich nehme den gerne mal so ein Stück. Ja, so zum Probieren. Stück. Ja. Ich muss gucken, ob der gut ist, wenn du so im Kopf hast. Ja, bitte mal hier zwischendurch. Ach, Rapper. Hm? Ich finde 60% Fett ist egal. Gucken wir jetzt nicht nach. Nee, bei Käse muss das aber auch sein. Sonst schmeckt der doch nicht. Genau. Also Käse muss ordentlich haben. Und ihr braucht auch ein gutes
Behältnis, wo euer Käse drin gut atmen kann, das hat Tupper, nämlich mit dem tollen Kondenskontrollsystem, wo dann der Behälter richtig gut klimatisiert für unseren Käse, für unsere Wurst und natürlich auch für Fisch und anderes sein könnte. So, und damit ich beides essen kann, gibt es für mich dann auch, ne? So und so. Kannst du machen. Ich werde das auf jeden Fall probieren mit Ziegensoße Fisch. Ich bin ja da immer, ne? Vielleicht haut mich das ja heute um und ich bin total begeistert. Wer weiß? Wisst ihr, was auch total lecker schmeckt, wenn man Harzer-Käse überbackt? Hast du das schon mal gegessen? Nee. Das ist auch total lecker. Ist übrigens ein Low-Carb-Rezept. Also, das muss man, eine Sache muss immer runterfallen bei uns. Ich suche mal die Beine. So, ein gibt's noch. So, den gibt's dann halb und halb. Guckt mal. So sieht das doch schon mal lecker aus, oder? Oh ja. Seid ihr damit einverstanden? Nee, ich muss gleich noch ein Foto machen, mein Liebe. Hier fehlt noch ein Stück. Hier hinten. So. Hast du schon wieder geklaut hier, ne? Ich habe geklaut. So. So, warte. Also Foto gibt es jetzt. Ich mache jetzt mal, ich drücke mal von so. Guck, danke. So, und ihr kriegt es natürlich auch zu sehen. So sieht es jetzt im Ganzen aus. Ne? Also so geht es jetzt in den Ofen. Von der Zeit probieren wir einfach aus. Wir gucken ab und zu mal rein. Das gibt keine feste Zeit. Okay. Na, du hättest ja höchstens nur für den Flammkuchen selber, dass da was draufsteht, ne? Wie bei. Achso, ja, das könnte ja. Da könnte man noch mal kurz rauchen, dann haben wir so einen Richtwert. Aber ich hätte jetzt gedacht, gefühlt 12 bis 15 Minuten. Aber wir können ja nachgucken. Steht die Birne kann ich nutzen hier, die brauchst du ja nicht mehr. Nö, die ist über. Die brauchst nicht mehr stehen, die brauchst nur noch entkernen. Also. Fertig, backfertig. Ja, mit Brille wäre das nicht passiert. Zubereitung. 12 bis 15 Minuten. Also ihr seid jetzt unser Publikum und achtet bitte auf die Zeit, weil ich bin immer urlos. Was habe ich gesagt? Ohne vorher aufgeguckt? Ich schätze so 12 bis 15 Minuten, habe ich gesagt. Genau. Ja, man kennt das so. Ich probiere jetzt mal den Ziegenkäse. Aber weißt du, warum ich dich gefragt habe wegen Pflaumen? Ich habe nämlich am Freitag habe ich nämlich leckeren Pflaumenkuchen gemacht mit Streusel. Großes Blech. Und es war nämlich total lecker. Weil du kannst auch so mit Pflaumenmus oder Pflaumenkompott, ist ja auch so lecker. Ja. Das stimmt. Ich habe jetzt wie gesagt nur den Pflaumenkuchen gemacht gehabt. Zetschen, oder sagt man ja auch dazu. Aber nicht mit Hefeteig, ich habe die schnelle Teigvariante gemacht. Mit einem Becher Schmandock drin oder saure Sahne, das mache ich auch gerne. Dafür arbeite ich auch saure Sahne oder sowas. So, du darfst dann hier einmal dann nehmen. Ich muss hier mal bloß ein bisschen aufräumen, weil es mittlerweile wieder chaotisch bei uns. Ja, es tut mir leid, aber ich bin hier halt ein bisschen am noch am Schneiden. Ist alles heute, gut. Weil ich lasse mich hier mit dem Schneider dann hier. Das tut mir echt leid. Ich habe Wasser drin, damit das auch ordentlich Suppe wird. Ja. Und ich würde nämlich die Quütern jetzt schon mal anfangen, weil die Birnen sind so weich, die brauchen gar nicht lange kochen. Ne? Die brauchen nicht lange kochen, ja. So, das heißt, ich mache mal hier ein bisschen Ordnung. Ja, mach mal sauber. Ja, rutsch auch gleich ein bisschen rüber. Musst du nicht, ist alles gut. Aber der Käse ist echt lecker, willst du denn wirklich nicht probieren? Nee, so schon gar nicht. So schon gar nicht? Nee. Aber ich kann euch sagen, Ziege schmeckt mir besser wie Schaf. Weil Schaf mag ich nicht wirklich gerne. Nee, bei mir ist aber das Problem, wenn ich dann Ziegenkäse esse. Ne? Dann habe ich mir das Gefühl, ich gehe im Kulturpark am Ziegengehege vorbei. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein, ist einfach nicht in meine Geschmacksrichtung. Achso, okay. Gut, dann nicht. Aber ich probiere den ja auf Flammen. Mit welchem Schäler hast du mir zwischendurch eigentlich Ach, mit dem hast du gearbeitet. Der ist übrigens gerade noch so special. Den kriegt ihr in einer Überraschungsbox. Zusammen mit dem für längs, was Möhre und was. Gurke, Zucchini und diese Dinge beinhaltet. Was sind die mit dem Wechseln, ne? Das geht genau. Gut. Und hier habe ich den im Einzelgriff. Das heißt, der wird nicht gewechselt. Der ist immer wieder so einsetzbar und muss auch nicht gewechselt werden. Und ich sage immer, das, was mit dem Schäler geschält werden soll, ist immer alles das, was rund ist, wie Apfel, Birne, Kohlrabi, Tomate, ne? Also alles das, was rund ist. Und das, was längs ist, quasi diese Variante,
Das ist dann für Gurke, Zucchini, Möhre, Spargel und. So, ich habe kein Gefühl, ihr Lieben, wie viel ich vom Mehl und vom Wasser nehmen muss. Ich probiere mal einfach aus. Wie viel? Mach du mal kurz, ich werde mal hier einmal ein bisschen beiseite, dann hast du ein bisschen Platz. Ja. Also, ins Wasser, Sandra, gibt es auch die Kräuter hier. Ich muss gerne einmal ganz kurz einmal die Hände waschen. Ich kriege jetzt wirklich von dem... Die tue ich dann schon mal rein. Ja. Also hier, übrigens, so sieht ein Zimtstern aus. So ganz süß und riecht richtig zimtig. Nicht zimtig, Alis, entschuldigt. So, das kommt da rein. So, und wenn man will, kann man auch ein bisschen Vanillezucker noch mit dazu tun oder eben... Ah ja, ist jetzt da schon reingemacht. Das habe ich jetzt da einfach mal reingemacht. Mhm. So, dann kommt hier Wasser rein, das habe ich mir schon mitgebracht, weil die Klütern werden ja einfach nur mit Wasser angerührt. Und ist lecker, ne? Das ich kann ich so essen. So. So. Und dann gucken wir mal. Ne? Und dann soll man das ja, ne, schön rühren. Ja. Und dann kommt ein bisschen Backpulver dazu. Eine Prise Salz. Prise Salz war hier. Das Backpulver gar nicht hier. Warte. Hol ich dir. Ja, so ist im Schrank. Da sind auch angefangene. Das heißt, ich brauche ja nicht so viel. So, und dann wird das so ein schöner Teich, wie wir den für Spätzle haben. Ihr könnt das natürlich mit den Händen machen. Allerdings, ich mag das nicht mit den Händen. Also bei aller Liebe so Hackfleisch mischen und solche Dinge, das kann ich gar nicht. Nee. Das muss ich mit Händen. Nee. Ich mache auch zum Beispiel den Streuselteig. Also wenn ich einen Streusel fertig mache, ne, mache ich auch alles mit Hand. So, darf ich drauf? Ja, mach mal so ein bisschen. Und Schwiegermami hat mir erklärt, dann werden die nicht so fest, die Klütern, wenn man da Backpulver und ein bisschen Salz mit reinmacht. Achso, Salz hast du jetzt schon rein? Ja. Okay. Na, also vom Prinzip ist das jetzt so ganz gut. Ein bisschen kommt noch dazu. Mhm. Du musst hier auch noch Zucker dann für die Birnen mit dazu tun, ne? Und die Birnen können wir reinschmeißen. Das Zucker, wie viel? Das ist auch wieder auf Nüllen Zucker. Auch hier, guck mal, hier ist noch so ein angefangenes Päckchen. Ich habe gedacht, wir verbrauchen mal alles, was so ein bisschen angefangen ist. Ja, ja. Und da ist ja selbstgemachter Vanillezucker. Nee, ist normaler Zucker. Statt 10. Dann habe ich den zu Hause. Weil wenn ihr da nämlich eine Vanillestärke reinmacht, dann wird das richtiger schöner Vanillezucker. Ja, ich habe aber schon Backpulver reingemacht, das weißt du, ne? Ich habe jetzt da schon Backpulver reingemacht. Ich wollte, dass du dort den Rest vom Vanillezucker mit verbrauchst. Danke. Damit das hier mal alle ist. Aber wir sind jetzt gerade gewundert. Ich sage, ist jetzt nochmal Backpulver rein? Nein. Ich habe neulich, was habe ich neulich von Vanillezucker geholt? Tonka Vanillezucker. Von Tonka Brot. Mit Vanille richtig, ne? Oh, auch und ich habe beim Rewe auch schon eingekauft, so ein Flüssigvanille. Habe ich auch schon, ja. Es gibt so Rezepte, da brauchst du auch wirklich Flüssigvanille. Ja, ich glaube, wenn du das nach unten stellst oder genau ein bisschen an die Seite einhängst. Ah, jetzt überlegst du gerade wie, ne? So, also meine Klütermasse ist vom Prinzip ja fertig, weil ich die nicht so dick mag. Ihr könnt sie natürlich auch dicker machen und dann quasi denn diese Klütern formen. Und ich habe jetzt nicht weiß, wie viel Zucker. Du hast mir jetzt nicht gesagt. Nö, ich weiß das auch nicht. Oma hat auch nur gesagt Zucker. Zucker. Wenn ich wir müssen nach. Das abschmecken. Ja, ne? So. Dann rein. Genau. So, warte mal, ich würde aber gerne ein bisschen vorsichtiger hier, dass nicht so spritzt. Ja, kannst du machen. So, und dann kocht das einmal auf und wenn das aufgekocht ist, dann kommen unsere Klütern einfach rein. Und wie gesagt, ihr könnt die mit der Hand formen, dann könnt ihr die so reinlaufen lassen. Und ich habe mir ausgewählt die Variante Spätzlebrett, weil dann habe ich hier hinten, nämlich den Schaber, kann mein Spätzlebrett direkt auf den Topf draufsetzen und kann dann hier so durchdrücken. Und dann kommen da auch für Klüternsuppe die Klütern unten nicht so dick raus. Mhm. Ja, und dann kann man das ganz prima nutzen. Soll ich jetzt noch was tun? Warte mal. Ich glaube, wir können hier noch ein bisschen hochnehmen. 12, glaube ich, eins noch. Mhm.
Und dann sind wir mit den Vorbereitungen schon. Willst du das aber gleich so reinmachen in den Kochtopf selber? Ja, also nicht irgendwie extra auf dem Teller. Um Gottes Willen. Also wie gesagt, ihr könnt hier gerne entscheiden, ob ihr Sticker haben wollt. Ihr könnt es mit Händen machen, ihr könnt es auch so machen. Und wenn ihr gar nicht mit Glütern arbeiten wollt, dann nehmt ihr die Variante Vanillepudding und legt mit Vanillepudding an. Auch lecker. Das geht auch, denn nicht jeder ist ja so ein Fan von Glütern. Ne? Also ich mag sie auch, nur nicht zu viele und nicht zu dick und nicht zu groß. Und nicht die ganze Suppe voll mit Glütern. Mhm. Also du scheinst richtig Hunger gehabt zu haben, ne? Ich habe wieder zu viel Sport gemacht heute. Und ich habe einfach zu wenig gegessen. So kann man das auch sagen. Man soll sich Zeit zum Essen nehmen, zum Genießen. Ich habe heute weniger zu tun. Kann ich dann auch mal essen, weißt du, Kerstin? Ja, nee, alles gut. Auch mal hier noch. Also haben wir beide immer so viel an Sachen, wo wir gar nicht hier so zack, 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 jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir alles fertig kriegen. Und heute haben wir mal ein bisschen anders entspannt. Entspannt, ne? Ich gucke mal nach, weil ich würde nämlich jetzt Geheimzutat ihr nicht. Hast du eigentlich raufgeguckt, wann du den reingepackt hast? Hast du eine Uhrzeit auch mal? Nee, ich guck rein, ich weiß immer, wann der gut ist. So. Ich habe so eine Packung Hartkäse. Da mache ich überall drauf. Ja, das ist immer so ein würziger Käse. Mhm. Und wenn man den so ein bisschen noch kurz vorm Ende drauf tut, dann hat man immer noch ein bisschen. Soll ich den Vanille zu Pudding hier wegpacken? Ja, ich habe gedacht, wenn es nachher nicht dick genug ist, kann man es immer noch zum Anlegen ein bisschen benutzen. Ja, ja. Okay. Sag mal, möchtest du mal ein Foto von unserem Flammkuchen machen? Ja, mache ich, aber den sind beide schon wieder weg. Aber mit den Spätzlen, das haben wir beide, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Nee. Das wäre auch für mich mal neu. Gucke mal. Mit dem Ziegenkäse, die Taler, die liegen richtig gut drauf. Ja. Mit dem anderen, das verläuft. Das heißt, wir haben dann verlaufenden Flammkuchen. Ich gehe mal gucken, mach mal ein Foto. Ja. Oh Gott, ich sag euch, ich beschreibe euch das. Naja, mitnehmen ist schlecht. Also wir kriegen euch ganz schlecht dahin mitgenommen. So, das kann schon zu, das kann auch schon zu. Das hat sie aufgefuttert. So, Deckel wieder drauf. Wow. Sieht schon gut aus, ne? Der braucht nicht mehr lange. Nee. 5 Minuten vielleicht. Ja. So, die Birnen kochen auch gleich. Dann sind wir gleich hier schon fertig. Ihr könnt heute gar nicht sehen unseren Kochtopf. Wartet mal, ich stelle euch mal, oder... Sag mal, guck mal, ob wir das so hinkriegen, dass Sie das sehen, wo unser Kochtopf steht. Guck mal, hier stehe ich. Genau. Hier ist der Kochtopf. Also hier ist der Kochtopf heute. Wir haben wieder so ein mobiles Kochfeld. Das heißt, ihr könnt das überall nutzen. Im Garten, auf der Terrasse und überall. Weil das braucht bloß einen ganz normalen Stecker. Aber damit hatten wir ja vor 2 Wochen gekocht auf dem Tisch. Das passte gut. Genau, das hat bloß hier heute nicht so wirklich hingepasst. Und... Oh. Prost. Und der Kochtopf, den wir dort benutzen, das ist ja einer aus unserer Cottage-Serie. Das ist wieder einer, mit dem wir wirklich gut eben auch kochen können. So, ich hole euch mal zurück auf unseren Tisch, damit ihr nicht da an der Seite nur gucken müsst. Und ich zeige euch mal den Kochtopf hier ein bisschen dichter. Das haben wir kurz nochmal gesehen. Ja. Genau. Genau, diese Serie eben, ne? Mit dem schönen, anti-haftbeschichteten Innenleben. Das heißt, die Beschichtung ist im Topf quasi mit drin. Brennt nicht an, vor allem wenn wir, wie bei der Käsesuppe, immer rühren müssen, wenn ihr geschnetzeltes habt. Ja, oder wenn du auch hier zum Beispiel im Kochtopf, wenn du jetzt nicht das Mikro nimmst, für Risotto. Ja. Ich hatte tatsächlich für heute ein Rezept rausgesucht gehabt. Das war ein Birnenrisotto. Aber da dachte ich auch nicht, ich hatte neulich schon mal Risotto und dann kamst du mit dem Flammkuchen und da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Genau. Aber da musst du halt den auch, ne, dann setzt du auch nicht an, weil bei dem Risotto musst du ja auch stets ständig immer Flüssigkeit nachkippen, damit er halt so seine Konsistenz bekommt. Konsistenz, ja. Und auch dann, schön bei Chili, ne, Chili con Carne, da hast du ja auch viel, was ansetzen kann. Ja. Also das kann dann Geschichte sein und vor allem beim Reinigen nachher. Du kocht. Super. Dann ist das eben auch ganz schnell wieder sauber gemacht. Bisschen Wasser drauf, halbe Stunde stehen lassen,
entweder noch mit Küchenpapier ausgewischt und dann ist das ruckzuck auch wieder fertig. So, und dann übergewischt. Aber jetzt sieht man das ja nicht. Jetzt sehen wir das nicht. Vielleicht sollen wir es doch nochmal umdrehen zu euch hin. Weil ich habe leider keine Verlängerungsschnur, dass ich den hier drauf. Du hast jetzt den Tisch hier. Leute, also, warte. Ein bisschen drehen. So, ich bin schon mal hier. Zieh ich schon mal. Und ich stelle das auch so hin, dass ihr hoffentlich gucken könnt. Warte, ich finde mal die Küchenrolle. Darf ich mal? Na klar. Das kommen wir mal beiseite. So, ich habe mal runtergestellt, weil es hat ja jetzt. Oh, jetzt seht ihr ja unser. Das sollte ich nicht. Den Müll? Den Müll. Das ist so. Wo gekocht wird, da muss man hinterher die Küche aufräumen. Wer räumt denn bei euch die Küche auf? Wir? Du? Na klar, die Hausfrau. Naja, wir haben so ein bisschen. Ich bereite meistens Abendbrot vor, decke so den Tisch und, mein Tisch helfen auch, aber abräumen brauche ich dann nicht. Meistens darf ich dann den Tisch verlassen und darf mich schon bequem auf der Couch hinsetzen, dann machen ja meine Jungs zu Hause. Ach, sie haben dann den Tischdienst. Ne? So, ich komme mal zu dir ein bisschen, dass ich jetzt auch mal sehe. Und ich werde mal das parallel. Pass mal auf, du. Ich mach das jetzt mal anders. Ich mache jetzt einfach mal ein Video. Ach so? Ja, willst du erst einmal ein Foto machen? Warte, Foto. Kurz von der Birne. Birne. Helene. So, und dann Video. So, guckt mal. Und ihr braucht nicht die Finger nehmen und auch die Flintern. Die laufen da richtig schön rein. Ach, wunderbar. Das könnt ihr jetzt gar nicht so sehen. Kannst du vielleicht mal quer halten? Sieht man das denn eher? Ich kann das hochhalten. Ja, und guck mal. Das ist Wahnsinn. Na, und das machst du eben auch, wenn du jetzt so eine Suppe machst oder so. Und dadurch, dass das in Tröpfchen da reinläuft, wird es natürlich auch gleich fest und du hast nicht so eine riesengroße Wanne. Ich brauche hier noch nicht mal durchgehen, weil ich brauche eigentlich den großen Kopfschaber. Ne? Also wieder ein Produkt, was du noch nicht kanntest. Nee. So, guckt, alles geht raus. So, warte. Und wie gesagt, ich mag das halt nicht mit dem Finger kneten. Deswegen habe ich es ein bisschen flüssiger gemacht. So, guckt mal. Achso, dann hast du aber da nochmal und dann streichst du es dann nochmal ab. Achso, das brauchst du aber für die Spätzle-Sommersonne. Genau. So, jetzt brauche ich bloß mal den Topfschaber. Würdest du mir den mal geben? Was? Ja, den. Ja. Den? Und dann eventuell die Schüssel, weil wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann kenne ich mich, dann haben wir alles hier drinnen. So, und jetzt könnt ihr das wahrscheinlich auch sehen, wie schön diese kleinen Klütern hier drinnen sind. Und keine riesen dicken Rollerdinger. Schwer zu sehen, aber das zeigen wir euch nachher, wenn wir wieder anrichten und euch den Teller. Aber das sieht man jetzt richtig gut. Das ist aber noch hohe Temperatur, ne? Nö, ich bin runtergegangen auf 6. Okay. Weil es muss jetzt nur ein bisschen aufkochen. Jetzt kann ich es ja wieder hochmachen. Ich wollte nicht, dass mir das auf den Fingern reinspritzt dann, ne? Ausspritzen. So, ich glaube, unser Flammkuchen sollte gut sein. Den dürfen wir nicht vergessen. Ich guck mal hier. Der kann auf alle Fälle aus. Oh, wow. Und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Schnittlauch drüber machen, damit wir was Grünes haben. Sonst ist der ja langweilig. Dann sieht er ja nicht so schön bunt aus. Lass ihn mal kurz auf, dass er erstmal einmal durchatmen kann. So, dann müssen wir sowieso hier ein bisschen kurz aufräumen, damit wir hier Platz haben. Er hatte doch einen Löffel hier. Dann muss man mal gucken, ob der süß genug ist. Ich glaube nicht. Ich bin bei Zucker immer sehr sparsam. Ich weiß auch nicht warum. Zu wenig, ne? Ja, also definitiv zu wenig. Musst du. So, sehr schön. Ist nur ein bisschen. Das sieht nur so viel aus. Ja, du hast einen großen Topf. Genau, es ist wirklich ein großer Topf. Der hat 4,9 Liter, wenn er voll ist. Und der ist jetzt gut dreiviertel voll. Das heißt, wir haben hier mindestens 3,5 Liter Suppe drin. Ja. Dann darf man das auch machen. Ihr könntet auch, wenn ihr wollt, noch ein bisschen Zitrone mit dazu machen. Na? Das lassen wir. Ne? So. Kerstin, du bist zu sehen, ich bin kurz mal, weil wir wollen hier den Flammkuchen euch nach vorne holen, damit ihr den auch seht. Ja, bitte. Das ist gut. So. Dazu bräuchten wir aber ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz. So, und ich habe jetzt hier leider unser Säge untergerannt. So. Hier ein bisschen. Das dann brauchen wir auf jeden Fall die Topflappen, ne? Die Topflappen, die liegen da hinten. Guck mal.
Da können wir die gleich hier unten hinlegen, zum Unterlegen. Komm mal kurz die Billen beiseite. Ja, habe ich schon. Ja. Hier auch. So. Und wenn das hier richtig schön aufkocht, dann ist das auch nachher fertig. So. Ja. So. Hier so hinlegen, ne? Mhm. Ach nee, ich muss ja. Na, du brauchst sie erst zum Anziehen. Sonst ist es ja. Probier mal. Ja. Ob du das hinkriegst, das zirkuliert? Warte. Ich muss erst immer schnell den Dings rausholen. Achso, den Schnittlauch im Gefrierfach. Ja, hab ich. So. Ich hatte am Freitag Team-Event. Das sind die übrig gebliebenen Pizzen. Weil wir konnten nicht selber kochen. Was war bei dir? Ja, wir hatten ein Fotoshooting mit Schickmachen und... Genau. Alles klar. So. Also jetzt kann ich euch sagen, schmeckt das auch schon. Jetzt ist nämlich ordentlich Zucker dran gewesen. Ich bringe euch jetzt mal vor. Mach das. So, wir machen natürlich ein bisschen Schnittlauch drauf. Die Seite mit dem Ziegenkäse ist die, wo es noch in Ordnung ist und nicht verlaufen ist. Ich finde aber das Verlaufene gar nicht schlimm. Nö, ne? Jetzt darfst du versuchen, genau, einen Handschuh hinlegen und dann kannst du es drauflegen. Ja? Ja, das schafft denn. So. Seht ihr, und wenn wir jetzt hier... Wir haben gerade die Kamera. Ich glaube, wir können die wieder umstellen. Ja, ne, ich bin ja hier. Probier mal. Jetzt haben wir so viel zu schrubben hier, Sandra. Guck dir das mal an. Weil wir keine Backunterlage untergelegt haben. Ach, das schaffen wir. Ach, nein. Ich meine, ist ja immer. Wenn man keine Arbeit hat, macht man sich weiter. So, ich halte mal hier runter, das kocht richtig hoch. Guck mal, Kästchen perfekt hingestellt. Ja, genau. Und fürs Pikante haben wir ja den leckeren Birnensenf. Ja, aber das sieht echt gut aus. Richtig, richtig schön. Dann gibt es was Grünes drauf. Oh. Oh. Nee, ich habe jetzt schon den Geruch drin. Kannst du vergessen, ich probiere das nicht. Musst du nicht. Du isst dann den anderen. Ja. Den verlaufenden. Ja, genau. Nee. So. Ach, alles gut. Du, guck mal, das ist schon mal schön dick geworden. Und Birnensuppe schmeckt ja warm und kalt. Ja. So. Das Schöne ist ja, wir können. Oh, ich bringe gleich mal links nochmal weg. Also vom Prinzip bin ich fertig. So, wir können die auch mal hier kurz drauf. Dann haben wir, und dann können wir links und rechts mal anrichten. Ja, ich habe schon Teller und sowas alles hingestellt. So, Keller habe ich auch. Da könnt ihr als Rechtshänder und als Linkshänder das Ganze benutzen. Einmal von rechts und einmal von links, je nachdem, welche Hände ihr benutzt. Sind so ganz kleine Ausgießöffnungen dran. Gibt es in groß für die Suppe und für die Soße und das Gemüse. Und natürlich eine kleine, wenn ihr jetzt Desserts oder andere Dinge halt habt. So. Und wenn das schön abgekühlt ist nachher, dann schmeckt unsere Birnensuppe natürlich nochmal so gut zu Hefeklöße oder... So, meine Liebe, ich habe mal eine... Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade Kästchen unterbrochen habe. Pizzaschneider. Ab und an, wenn wir mal in der Werbung einen haben. Im Moment habe ich keinen. Wir müssen mit dem Messer schneiden. Das wird mir noch glatt weg. Deswegen ist es gut, dass wir nicht die Silikonbackunterlage unter haben. Mhm. Sonst hätte ich mir die wieder zerschnitten. Mhm. Guck mal, hier können wir das schon ganz hochnehmen. Das ist immer so ein bisschen, ne? Nur hier. Das ist das natürlich... Ne, wir könnten es nur hier drauflegen. Ja. Musst du mit dem Messer so schneiden. Aber ich glaube, wenn du ein größeres Messer nimmst, mit Säge, guck mal, Sandra, wie wär's denn mit dem Brotmesser? Mit dem kannst du, denke ich, dann kannst du besser schneiden. So, hier kann ich ausmachen, denn das ist auch fertig. So. Ich komme mal zu euch mit meinem Töpfchen. So. So wirklich Birnen und Klüt wie von Oma gemacht. Birnensuppe. Lecker fertig gemacht. So. Und dann können wir sie hier drauf tun.
dick genug ist sie auch. Einmal servierfertig. Ich mache dann nachher nochmal. Ja, dann kriegt ihr noch schöne Fotos davon zu sehen. So, Teller Nummer 1. Teller Nummer 2. Schmeckt zu Eierkuchen, zu Hefeklöße oder einfach nur kalt. Ne? So als Kompott. So, siehst du, ich bin schon fertig. Weißt du, was ich noch Leckeres habe, wenn wir noch was dazu essen wollen? Ich habe noch schön eingelegte Zucchini hier vom Pickling-Behälter. Achso, was ihr letzte Woche gemacht habt. Letzte Woche, da habe ich dir nämlich was zu probieren lassen, ja? Oh, mit dieser Mango das. Ja. So. Zeige ich euch das mal so ein bisschen. Teller. So, einmal die Variante für mich. Mit Camembert. Jawohl. Mit Kochschuh. Und einmal die Variante für Kerstin mit ihren Ziegenkäse. Ziegenkäse. Genau. So, super. Stelle ich uns auch schon wieder hin, ne? So, warte mal, da bist du. Hier bin ich. So, guck mal. Das sind unsere leckeren Mangos. Oh, warte. Die sind richtig lecker. Die stelle ich uns mit hin. Und dann habe ich noch eingelegte süß-saure Zucchini. Das schmeckt immer so echt lecker dazu. Und jetzt habt ihr ja die Pickling-Behälter in der Werbung, sodass ihr euch die gerne mit dazu holen könnt. Ne? Ah, so. Und ja, den Birnensaft. Wenn wir alles runtergeräumt haben, dann machen wir mal ein schönes Foto für euch. So, ihr Lieben. Hammes? Sehr schön. Dann war es das für heute. Naja, unsere Stunde brauchen wir. Komm, wir können ein bisschen vorgehen. Wir müssen uns da hinten hinstellen. Genau. So, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Sagt es weiter, teilt den Beitrag und vor allem kommt uns doch irgendwann mal besuchen. Oder gibt uns Inspiration, was wir für euch kochen können. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Genau. Und, achso, und übrigens, wir suchen immer noch den Fotografen. Ja, haben wir immer noch nicht gefunden. Genau. Wir müssen auch immer alles alleine machen. Deswegen immer so mit Verzögerung. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bye. Bis nächste Woche. Ich komme gar nicht an. Jetzt.